Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde RGF. Heute habe ich einen Fakt über Naughty Dog, das Entwicklerstudio. Die haben nämlich unter anderem die Uncharted-Reihe und die The Last of Us-Reihe und bauen dort immer verschiedene Parallelen zueinander ein. Zum Beispiel in The Last of Us 1 versucht Ellie die ganze Zeit pfeifen zu lernen und als es ihr endlich gelingt, was pfeift sie? Natürlich den Theme-Song von Uncharted. I'm whistling! Oh, good. In Last of Us 2 zum Beispiel kann Ellie den optionalen Weg in eine Bank finden und dort findet sie ein Secret-Item. Das ist ein Ring, den Nathan Drake eigentlich geklaut hat, der Protagonist von Uncharted. Uncharted 3 startet mit einer Prügelei in einer Bar. Und dort kann man, wenn man genau aufpasst, in der Zeitung sehen, Wissenschaftler versuchen immer noch herauszufinden, wie sie einen tödlichen Pilz bekämpfen können. Und dieser tödliche Pilz ist natürlich eine Anspielung auf die Seuche von Last of Us. Ich hoffe, ihr habt wieder was Neues gelernt und ich hoffe, ihr habt schon das Plus und das Like und alles und kommentiert und ich liebe euch und bis dann.